Nach 5 Jahren ist Bernd Lucke als Professor an die Hamburger Universität zurückgekehrt. Der AfD-Mitbegründer wurde mit lauten Rufen und Transparenten begrüßt. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich versammelt. Der Allgemeine Studierendenausschuss hatte zum Protest gegen Lucke aufgerufen. Er sieht den Wirtschaftswissenschaftler in der Mitverantwortung für die aktuelle Entwicklung der AfD und bezeichnet ihn als tolerant für Rechtsaußen. Die Universität selbst wollte sich auf Weltanfrage nicht dazu äußern. Lucke wehrte sich in einer E-Mail gegen die Anschuldigungen. Die Vorwürfe des AStA sind eindeutig falsch. Sie basieren auf offenkundig schlechter Informationslage. Ich habe dem AStA eine Dokumentation zukommen lassen, in der ich chronologisch belege, dass ich stets unverzüglich und entschieden gehandelt habe, wenn bei AfD-Mitgliedern der Verdacht Neurechten oder rechtsradikalen Gedankenguts bestand. Auch die Vorwürfe, er sei als Dozent nicht neutral, bezeichnete er als nicht haltbar.